Mockridge's neue Show Catch überzeugt die Kritiker. Comedian Luke Mockridge hat mit seiner Spielshow Catch einen Hit bei den Kritikern gelandet. Denn dem Format wurde ein Grimme-Preis zugesprochen. Die Quoten allerdings lassen zu wünschen übrig. Luke Mockridge ist voller Hoffnung. Die Fangshow Catch auf Sat.1 legte einen vielversprechenden Start hin, begeisterte Zuschauer und die Kritiker und erhielt einen Grimme-Preis. Doch die Quoten entwickeln sich nicht zum Besseren. Am Freitag, den 5. April, lag der Marktanteil unter dem Senderschnitt. Nur noch knapp 1 Million Menschen wollten Luke und seinen Freunden beim Fangen zusehen. Es braucht Zeit. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung zeigt sich Luke Mockridge aber zuversichtlich, dass es sich bald ändern wird. Es gibt aber auch Bedenken, dass seine Show Zeit bräuchte, sich zu etablieren und der Zuschauer dauerhaft für sich gewinnen zu können. Man merkt schon, dass die erste Euphorie ein bisschen zurückgeht und die Leute teilweise auch bei anderen Formaten zu Hause sind. Man muss allerdings auch sehen, dass wir eine ganz neue Show sind, die gegen etabliertere Formate wie Let's Dance antritt. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, er will sich berieseln lassen und wissen, was ihn erwartet. Internationale Perspektiven. Luke ist sich auch sicher, dass es trotz der aktuell enttäuschenden Quoten eine Zukunft für das Format geben wird. Der Moderator produziert die Show auch und bemüht sich fleißig darum, sie neben Deutschland auch in anderen Ländern anzubieten. Luke Mockridge erläutert: "Ich bin sicher, dass es im kommenden Jahr wieder eine deutsche Meisterschaft geben wird. Auch im Ausland ist das Interesse groß. Wir waren gerade auf der TV-Messe in Cannes und haben das Format beworben. Vielleicht gibt es Catch ja auch bald in Dubai, Norwegen und in den USA." So, das war's schon wieder mit der nächsten Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ein Like oder hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten schaut meine anderen Videos. Bis zum nächsten Mal und ciao.